Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das tut mir verdammt leid. Und ja, nach langer Zeit spiele ich mal wieder ein Spiel aus meiner Kindheit. Und zwar heute das lustige Familienspiel In Search for Dr. Riptide, also auf der Suche nach Dr. Risswelle, welches eine sehr, sehr schöne, muntere, bunte U-Boot-Simulation aus der tollen Shareware-Zeit darstellt. Also man muss diesen Dr. Risswelle suchen und hat dazu zwei U-Boote zur Verfügung. Normalerweise steuert man dieses große U-Boot mit dem Helden, der irgendwie einen relativ vergessbaren Namen hat. Oder ich glaube, der hat gar keinen Namen. Egal. Parallel dazu kann man auch das kleine U-Boot Jason spielen, das in kleinere Lücken vordringen und Items für das große U-Boot hervorbringen kann. Entschuldigung, ich habe gerade einen etwas belegten Hals, weil es wieder so blöd kalt wird und ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ja, muss da auch mal gesagt werden. So, in diesem Spiel ist sehr speziell. Es sieht ja jetzt erstmal aus wie ein einfacher Plattformer mit kleiner U-Boot-Simulation dazu. Und jeder weiß ja, ich mag Plattformer. Das Interessante an diesem Spiel ist aber, dass man neben dem einfachen Shield, der nur darstellt, dass man bestimmte Lebensenergie zur Verfügung hat, auch immer für Luft sorgen muss. Das geht im ersten Level noch relativ einfach. Da muss man einfach hier an die Oberfläche tauchen und schön kräftig einatmen. Etwas, was mir im echten Leben gerade sehr schwer fällt. Entschuldigung. Und später geht das nicht mehr, wenn man dann nicht mehr an der Wasseroberfläche spielt. Dann muss man wirklich nach irgendwelchen Luftblasen mit einem A drin suchen. Und das kann sehr nervenaufreibend werden. Ansonsten, was soll man dazu sagen? Natürlich lauern allerlei Gefahren. Man muss Schlüssel suchen, wie das in Spielen nun mal so üblich ist. Man muss Schalter umlegen und Türen öffnen und man muss Schätze suchen, man kann sich eine große Waffe bauen. Zum Beispiel sammle ich hier gerade den ersten Teil dieser Waffe ein. Und das ist dann ein mordsmäßig dicker Laserstrahl. Und Ziel eines jeden Levels ist es, einfach ans Ziel zu kommen. Und zwar kann man dadurch durch ein Loch tauchen und fährt dann dahin, wo Exit steht. Total einfach, ne? Und kaum hat man das eine Level geschafft, kommt man ins nächste. Und wie gesagt, jetzt komme ich nicht mehr an die Wasseroberfläche, deshalb ist das der Erfolg der Mission sehr abhängig von der Zeit. Naja. Gut, also während ich jetzt hier spiele, habe ich einfach mal richtig Bock, so auf hohem Niveau rumzuheulen. Und zwar, ich habe mich ja schon eine Weile nicht mehr hier blicken oder was von mir hören lassen, außer dass ich Duke Nukem Forever in Anführungszeichen so halbwegs reviewed habe. Es lag daran, dass ich zuerst im Mai, als das anfing mit meiner Downtime, da musste ich 2 Wochen Urlaub auf Zypern machen. Ich weiß, es ist unvorstellbar und grausam. Und kaum, dass ich dann zurückkam aus Zypern, musste ich in eine Wohnung umziehen, die auch noch viel größer ist als meine alte. Furchtbar. Als ich dann im Juli endlich in diese Wohnung gewohnt habe, da musste ich auch immer noch meinem neuen Job nachgehen, der ja so viel besser ist als mein alter. Ja. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, dass ich die Hölle durchgemacht habe in der Zeit. Und angenommen, ihr solltet mich vermisst haben, was ich mal nicht hoffe, wisset, mir ging es genauso schlecht. Genauso schlecht, wie es jetzt dem U-Boot-Typen geht. Tot. Mann, Mann, Mann hier. Genau, wenn man gestorben ist, hat man Jason erstmal nicht. Den muss man sich dazu verdienen, was ich gerade eben gemacht habe, weshalb meine Aussage total sinnlos ist, weil ihr wahrscheinlich sowieso alle nicht gemerkt hättet, dass dieses kleine U-Boot überhaupt nicht da ist. Ich bin übrigens kaputt gegangen, weil ich zu wenig Lebensenergie hatte. Tja, doof, ne? Aber was gibt es zu diesem Spiel denn vielleicht noch zu sagen? Es ist auch einer dieser großen Shareware-Klassiker. Also ich habe ja sehr viele dieser Shareware-CDs gehabt, wo dann 50 Shareware-Spiele drauf sind und man hat dann irgendwie bestimmte Anzahl an Levels zur Verfügung und wenn man mehr will, dann muss man eben sich die Vollversion kaufen.
Und das war jetzt nicht so, dass man sich die Vollversion kauft, indem man in den Laden geht und hier schön, oh, da ist die CD und ich kaufe sie mir, sondern man musste da wirklich einen Brief irgendwo nach USA schicken zum Teil und dann $10 beilegen. Ich habe das nur einmal gemacht, das war in Deutschland, da habe ich einfach 10 Mark mit in den Brief gelegt und dann habe ich eine CD zugesandt bekommen, kurz darauf. Das war für Beefy Racer, yay! Ansonsten in Search for Dr. Riptide war so ziemlich, wenn ich jetzt mal zurückdenke, so ziemlich auf jeder dieser Shareware-CDs drauf, die ich damals hatte. Also es war wohl ein etwas populäreres Spiel der damaligen Zeit. Ja, und es ist ja auch ganz nett. So, und auch das Level hätte ich geschafft damit. Ja, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was ich dazu sagen soll zu dem Spiel. Deswegen komme ich doch jetzt einfach mal zum Fazit, während ich mir hier einen riesigen Granatwerfer ins U-Boot geholt habe gerade. Mein Fazit ist, die Idee würde ich mit 3 Punkten würdigen. Weil es ist einfach eine nette Version, eine nette Idee, dieses U-Boot-Simulationsmäßige mit einem Plattformer zu verbinden. Gefällt mir, macht auch Spaß. Aber es fehlen dann eben irgendwo die Ideen. Also sagen wir mal, die Hintergründe wechseln sich noch ab, aber gameplay-technisch ist es irgendwie das ganze Spiel über nahezu das gleiche. Und das ist sehr schade. Hätte man sich unter Umständen noch mehr überlegen können. Für die Umsetzung auch 3. Also das Gameplay ist nett und ich spiele ja gern Plattformen. Insofern hätte ich jetzt damit eigentlich nicht so das Riesenproblem. Aber, außer dass ich jetzt kaputt gegangen bin, das Spiel ist schon böse. Also gerade diese Luftanzeige, die dafür sorgt, dass man ständig irgendwo ein Luft-Icon finden soll, die auch begrenzt sind, gibt dem Spiel eine absolut heftige zeitkritische Komponente, die ich ein gutes Stück zu heftig finde. Weil wenn man ein Level nicht kennt, dann muss man erstmal 5-mal Game Over gehen, bevor man verstanden hat, was man überhaupt machen muss, wo man überhaupt hinkommen muss. Und ständig geht einem die Luft aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann irgendwann geht einem auch vom Spielvergnügen her die Lust etwas aus. Ist sehr schade, weil das sind dann immer diese kleinen Details im Gameplay, die das Balancing ruinieren und dadurch auch den Spielspaß unheimlich mindern. Das finde ich ist hier ziemlich extrem der Fall. Schon allein dadurch, dass man mit der Luft so schwer haushalten muss und auch dass, auch sonst ist das Spiel nicht gerade super einfach, was aber noch okay wäre. Für den gesamten Spielspaß gebe ich aber trotzdem 4 Punkte, weil ich das Spiel eigentlich ständig und immer wieder gespielt habe. Und auch jetzt noch merke, es ist einfach ein nettes Spiel, das zeitlos gut als Klassiker funktioniert. Deswegen gesamter Spielspaß 4 Punkte. Und mit dem Game-Over-Screen will ich sagen, ich will nichts mehr sagen. Tschüss!